Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt zusammen hier mit dem Christian. Hallo. Mit dem Ernst. Ja, passt schon. Oh, spielst du mir selbst, sei ehrlich. Was? Spielst du mit dir selbst? Ja, genau. So, ich befülle jetzt hier schön die BGA, Ernst. Okay. Hallo? Hallo, Fritzlerchen. Hi. Ich bin gerade am Grasmähen. Braucht ihr wieder was für die BGA? Ja, auf jeden Fall. Dann, wenn ich fertig bin, würde ich es euch einfach rüberfahren und... Ja. Dann machen wir wieder einen Preis aus. Ja, genau. Jo, das war's dann schon wieder. Tschüss. Alles klar, danke Frau Ehrlich. Tschüss. Frau Eilig. Hallo. Hallo, hier ist Alfred Schwarz. Moin, Herr Schwarz. Ich hab dir doch die Kartoffeln verkauft, ne? Die 159.000 Liter. Ja. Mit 30.000 Euro. Ja, habe ich schon bezahlt, wenn die das jetzt fragen wollen. Ja, ich war gerade bei dem Ziegler und wollte das Geld haben. Da meinte er hat keinen Auftrag von Schwarzingen. Bevor er da keine Auftragslage hat, gibt er mir das Geld mit. Ich habe das bezahlt und dem Miguel mitgeteilt. Also muss ich mich beim Miguel beschweren? Anscheinend dann jetzt wohl ja. Also ich habe Miguel Bescheid gegeben, habe sofort die 30.000 bezahlt und ja. Also die Kartoffeln sind auch noch nicht hier, deswegen auch. Ich hätte nachher auch bei Ihnen angerufen. Also. Die sind noch nicht da. Nee, also die wurden noch nicht hier rüber gepoolt. Wissen Sie, was ich meine? Okay, dann mache ich aber den Herrn Ziegel jetzt auch mal ein bisschen eine Ansage, ne? Okay, gut, weiß ich Bescheid. Jo. Was anderes noch, die 500.000 Liter Silage sind fertig siliert. Die kommen jetzt auch demnächst dann nach Schwarzingen rüber. Ja, alles klar. Gut, danke, tschüss. Jo, bitte, tschüss. Weißt du, warum der Bau seine LKWs direkt bei uns vor die Einfahrt stellt? Am Hof oder was? Auch bei uns am Hof ist gerade Action. Der Metzger steht hier und blockiert die Straße. Der Bauhof blockiert mit dem LKW unsere Haupteinfahrt. Irgendwas ist hier im Argen. Ich komm. Und die stehen ja an der zweiten Ausfahrt, steht Fideljub, der Harry und der Metzger, der Tierarzt hier, der Terrorist. Und bei uns auf dem Hof stehen überall Warnbarken. Was denkt ihr, haben die gesoffen? Was für was steht bei uns am Hof? Warnbarken, überall. Also bei unserer Werkstatt quasi, wo wir die Reifen umziehen können. Ja. Also zum Silo-Einfahrt quasi. Ja. Also komm mal lieber sicherheitshalber. Was jetzt für einen Spaß wieder ausgeheckt haben. Ich raste aus. Was ist das denn hier? Hallo? Hallo, Herr Friesi, der Herr rechts vom Bauhof Schwarzingen. Sind Sie gerade bei Ihnen am Hof? Ich bin gerade an dir vorbeigefahren, du Hampelmann. Hast du Tomaten auf Augen oder was? Hallo, Herr Friesi. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für Sie. Nimm mal 6 Meter Abstand, damit du ein bisschen Vorsprung hast. Und zwar, Sie kennen doch das gelbe Fass, was bei Ihnen auf dem Hof stand. Ja. Das ist gefährlicher Giftmüll. Und das Fass war undicht. Deshalb müssen wir bei Ihnen auf dem Hof, wo das Fass stand, einen Bodenaustausch vornehmen. Deshalb ist da erstmal abgesperrt. Es ist zu Ihrem eigenen Schutz. Wer hat das beauftragt? Das wurde von einer Fachagentur beauftragt, die sich mit diesem Giftmüll auskennt und mich dahingehend beauftragt hat, das abzusperren und diesen Bodenaustausch vorzunehmen. Deshalb habe ich hier ohne Zweifel sofort alles abgesperrt. Hallo. Und damit halt keiner zu Schaden kommt. Weißt du, und auch die Umwelt nicht weiter geschädigt wird. Ja. Weißt du, was wir zwar jetzt auch, was wir zwar jetzt machen? Was denn? Wir machen auch einen Bodenaustausch. Wir buddeln jetzt da ein Loch, 1,80 tief,
2 Meter breit, lang. Und dann tun wir dich da rein, dann tun wir die Erde von unten nach oben wieder. Was hältst du davon? Du packst jetzt deine ganze Scheiße hier und dann zieht er hier von dann. Herr Friesi, Sie verstehen mich nicht. Da ist Giftmüll ausgetreten. Das muss beseitigt werden. Da ist nichts ausgelaufen. Ich hab das Fass in der Hand gehabt. Aber Herr Rex, das ist ein Problem, Herr Friesi. Und außerdem wird hier immer Aktionen gemacht, bla 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 bla, und ich bekomme nie darüber Bescheid. Wenn doch so eine Scheiße hier passiert, ich hab ein Telefon. Wir leben im Jahre 2021. Mittlerweile haben 13-jährige Kinder ein Handy. Und ihr seid nicht in der Lage, mich anzurufen und zu sagen, was hier Sache ist. Du packst jetzt deine Scheiße oder verpisst du dich von meinem Hof. Herr Friesi, ich habe die Information selber erst um 14.04 Uhr bekommen. Ja. Ich habe sie noch nicht versucht versuchen können zum Erreichen. Nee. Ich hast aber schon geschafft, meine Scheiß... Hi, Fritzel. Ja. Hi. hast es aber geschafft, diese Scheiß Anhänger. Alles hier abzudichten oder was? Sag mal, Fritzel. Ja? Ja, wir wollen Zeug abliefern. Wir haben einen Vertrag mit dir geschlossen. Was ist denn du? Räum deine Bude da vorne frei. Danke. Geht nicht. Es ist außerdem wollte ich dir mal sagen, ausgelaufen ich glaube, ist. Ich glaube, Fritzl, das wäre ganz cool. Hast du schon mal über so einen Schauspielerjob nachgedacht? Ach, außerdem, mal, der Herr Johnson, der amtierende Polizist hier in Schwarzingen, wird mir recht geben. Welcher Polizist? Ich. Du. Aber Herr Rechtes, hätte ich mal eine Frage, kurzerhand. Sie haben die Fässer ja beseitigt, richtig? Richtig. Ich bin aber auch im Besitz eines gültigen ADR-Scheines somit auch geschult in der Umgang mit gefährlichen Gefahrstoffen. Ja, ich habe auch gefährliches Gerät bei mir und habe besitzt den Schein nicht. Was haben Sie denn mit diesen Fässern gemacht? Die Fässer wurden erst einmal zum Bauhof verbracht, wo die demnächst von einer Spezialfirma, die sich mit solchen gefährlichen Gütern auskennt, abgeholt und fachgerecht entsorgt wird. Gut, hey. Und bis dahin laufen Sie weiter raus. Oder wie sehe ich das, ein verschmutzender Schwarz im Grundwasser? Da mache ich nämlich jetzt auch mal ein Fass auf. Und außerdem ist Ihnen das denn die nicht... Ist dir denn nicht aufgefallen beim Verladen, dass das undicht ist? Eben, deshalb habe ich auch sofort die zuständigen Behörden eingeschaltet. Ja, und warum gibst du mir nicht Bescheid? Herr Friesi, ich habe Sie doch vorhin angerufen, Bescheid zu geben. Du hast die Dinge abgeholt, wann war das? Dienstag? Nee, Sonntag. Das war eigentlich vor ein paar Stunden. Du hättest mich sofort anrufen, ja, ein paar Stunden und dann ist hier ein Und dann hättest du mich anrufen müssen und sagen, Scheiße, das Fass läuft aus, Fritze, wir müssen was tun, keine Ahnung. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Fässer abgeholt habe, war es noch nicht bekannt, was für einen Stoff es sich handelt, da die Fässer falsch etikettiert sind und nicht ausreichend etikettiert. Ja, aber das aber durch selbst ausgiebige dann, Probennahmen selbst dann wurde, musst du es Bescheid geben, dass es sich um einen hochgiftigen Stoff handelt. Ja, aber dann muss man ja von wo auch schon die kleinsten Mengen zu einer enormen Umwelt Gefährdung und Verschmutzung beitragen. Ja, aber selbst da... Ich finde es schön, dass Sie mir immer ins Wort fallen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Dass man auch mal aussprechen kann. Aber wieso geht man dann nicht von Anfang an aus und mit dem Schlimmsten aus? Wieso da denkt man zuerst, es sei nicht gefährlich? Naja. Recht, das Eis wird dünn für Sie. Merken Sie das? Ganz dünn. Herr Adler. Ich glaube, du hast damit was zu tun. Hast du vielleicht den Wagen vom Landhandel geklaut und die Scheiße hier ausgeliefert? Herr Friesi, ich habe keine Zeit für so einen Schwachsinn. Ja, ich hab aber, weißt du, du kannst jetzt besser die Wahrheit sagen. Harry! Hä? Egal. Ich will, der, weißt du, wo der tankt? Ja. Weißt du, wo der tankt? Bei mir an der BGA. Da an der Tankstelle tankt der. Der geht nicht hoch zu euch zum Tanken. Das ist der Hafer. Ich habe schon ein paar Mal mit dem Herrn Bürgermeister geschrieben, dass ich die und die Liter an Diesel bei ihm getankt habe. Was hier allerdings in meinen Augen nicht dazugehört, da wir ernsthaftere Probleme haben mit dem scheiß Giftmüll. Aber der Giftmüll war ja nicht von Anfang an so schlimm, dachten Sie. Ja, ich wiederhole mich nochmal. Das Problem, die Fässer waren unzureichend etikettiert. So, Herr Recht, wenn der Herr Adler jetzt am Reden ist, dann lassen Sie ihn jetzt gefälligst mal aussprechen. Wo ist denn der Kopf hier? Kannst du mal hier deine Dinger hier zusammenpacken, dass sie sich hier alle mal abzischen?
Was macht Harry da eigentlich? Das frage ich auch gerade. Der buddelt schon mal das Loch. Oder wechselt einen Reifen. Ist nicht ganz ersichtlich. Ja. Gut, der Dolly ist jetzt hinüber. Gut, mit ausgeschobenen Teleskops etwas zu machen, weil es nicht qualifiziert das ist. So, hier geht's gerade nicht um Qualifikation. Habt ihr euch jetzt endlich mal in der Reihe und lasst arbeitende Menschen, der Adler, sie halten jetzt die Luft an. Ist gerade ganz dünnes Eis. Und er recht, sie schieben jetzt ihre verschissene Karre hier weg. Ich will hier mein Grünzeug abladen, weil mir die Arbeit sonst wo steht. Und wenn das nicht binnen 4 Minuten passiert, fahre ich diese Karre höchstpersönlich weg, aber im nächsten See. Haben Sie es jetzt verstanden? Oder? Und da unterstütze ich Harry. Ich habe nicht verstanden. Hier ist Giftmüll ausgelaufen. Alter, ich habe hier nichts an Schweller. Ja, anscheinend schon. Also diese ganzen Diskussionen bringen doch nichts. Ganz ehrlich. Herr Reitz, wie lange brauchen Sie denn das, um auszutauschen? Naja, wir müssten ein Loch buddeln, so 5 auf 5 Meter, 10 Meter tief, abfahren. In der Einfahrt oder was? Da werden demnächst gleich Bauarbeiten stattfinden. Ich würde Alter, wo willst du das verschissene Loch buddeln? In der Einfahrt? Naja, das ist. Nicht, naja, ja oder nee? Das Loch wird dort entstehen, wo die Absperrungen stehen. Alter, ich hab gefragt, ob du dieses verschissene Loch in der Einfahrt buddeln willst. Ja oder nee? Danke fürs Gespräch. Jetzt fahr diese Dreckskarre weg. Ich will hier rein. Und ich will das Gras. Sie kommen nur nicht weit, weil das Fass in Richtung Silo stand, wo Sie wahrscheinlich hin möchten. Wo ist das denn ausgetreten, genau? Genau da, wo die Absperrungen stehen. Oh. Aber auf der Straße nicht. Ich glaube, das ist gefährlich. Geh weg. Folgende Möglichkeit, fahrt Ihre Dreckskarre weg, oder ich flipp richtig aus. Ja, fahr weg, das Ding. Das Fritzel, gib ihm. Oh, Zaun kaputt gefahren. Oh, das geht auf die Kosten der Stadt. Er hat noch in der Bar mit dem Tauch. Naja. Herr Johnson! Ja! Sorry. Sie sind doch ne. Was sind Sie? Herr Johnson. Ach, Sie sind der Polizist. Okay. Herr Johnson, nur mal kurz so. Sie sind neu, ne? Ich bin neu, ja. Ja, Sie sind neu. Pass auf. Das, was Sie jetzt hier gesehen haben, ne? Ich will Ihnen das bloß mal erklären. Das hat jetzt nichts irgendwo mit irgendwelchen Straftaten oder sonst dergleichen zu tun. Das ist einfach Herr unser Johnson, normaler Umgangston. Ja. Ich möchte nur anmerken, und da gewinnt Herr Schaffer ist... Nicht alle auf einmal. Mein Gott. Danke, ich muss weiterarbeiten. Herr Johnson, ich mag nur anmerken, der Herr Hafer ist in eine abgesperrte Straße, wo es sich um Giftmüll handelt, eingefahren. Komm mal mit. So, Herr Hafer. Komm mit. Abgesperrte Straße. Herr Hafer. Ja? Mitkommen, aber alle beide. Ja, habt nicht mehr alle Latten am Zaun. Na komm. Ja, lass mal hier. Genau, lass uns mal hier hinstellen. Komm mal mit. Abgesperrte Straße. Dir wäre zeigen, was abgesperrt ist. Muss wieder. Vielleicht hätte bei dir früher bei der Entbindung was abgesperrt werden müssen. Go. Meine Herren, du, das ist doch nicht mehr zu fassen hier. Abgesperrte Straße, ich glaube bei Schweinfeil. Na was du? Bleib in der Bulle. Ey, Polizist. Entschuldigung. Wow. Das hab ich mal überhört, ne? Was ist das hier? Ja. Also, Herr Hafer, ich weiß nicht, wer die Aufstellung alle über den Haufen gefahren hat. Wir sind jetzt auf der Hauptstraße. Ich hab die Quassenstrippe auch immer noch da. Ja, ich... Was für eine Quassenstrippe? Alter, ich komme! Bringst du nach Fritzel mit? Ich komme! Warte kurz! Ich ruf mal schnell den Bürgermeister. Du rufst hier gar keinen an! Herr Johnson? Bin ich jetzt hier? Ja. Wie muss eine abgesperrte Straße aussehen, dass wir nicht durchkommen? Ja, auf jeden Fall nicht so. Sehen Sie? Merken Sie was? So viel zum Thema abgesperrt. Fahrlässig so. Ist das! Fahrlässig! Wo? Ich will jetzt endlich mal wissen, wo diese verdammte ausgetreten... Also, wo das ausgelaufen ist. Ja, fragen Sie doch hier. Ich weiß nicht,
Recht. Wo? Hier auf der Straße oder auf dem Hof? Esse. Ja. Hallo? Ja, kommen Sie mit. Lassen Sie ihn stehen. Wo ist denn der? Hallo? Herr Johnson. Ja. Lassen Sie ihn stehen. Wo ist der Fritzl schon wieder? Himmelarschenzimmer, wenn man den mal braucht. Fritzl! Wo bist du denn? Ich such dich doch. Ach Mensch. Am Hintern deines Hofes. Ja, ich komm dort hin. Einen Moment. Andere Ach. Richtung. Ah, ich sehe euch. Komm. Herr Recht. Wo denn? Da. Oh, da findet den wieder nichts. Aber was ist denn heute hier los? Herr Hafer, ich habe den Bürgermeister gerade eben informiert. Er ist auf dem Weg hierher. Oh. Es wird sich gleich alles klären. Oh, ja, das ist gleich alles klar. Komm mal mit deiner Fahrlässigkeit. Das ist ja wie eine Schule hier. Ich habe meine Mama angerufen. Ich habe ja schon den Polizisten als Zeugen. Ja. Ja, von wegen abgesperrte Straße. Scheißdreck. Hey. Pures Chaos hier. Jürg, machst du was nicht? Aber ich muss arbeiten. Ich hab gerade Gras abgeliefert. Im abgesperrten Bereich. Oh, wow. Ja, komm, fahr durch. Wow. Ja, es ist halt so. Ja, viel Jupp ist auch mit von der Partie. Die Straße war dicht. Die war nicht dicht. Herr Recht. Nee, Herr Recht, jetzt hören Sie mir mal ganz genau zu. Sie sind nicht so unrecht. Wenn ich die Straße dicht mache, dann ist sie auch dicht. Wenn ich rede, hältst du jetzt die Sappel oder soll ich dir rechts links mal geben, dass du es verstehst? Ja. Wenn du das Echo verträgst, kannst du es gerne mal probieren. Alter, sonst flipp ich Ihr Haus. Wenn die Straße zugewesen wäre, wären wir hier nicht durchgekommen. So, und der Herr Fiedler und der Herr Metzger. So wie das aussieht, habt ihr doch die Straßensperre auf Seite geschoben. Hältst du jetzt die Sappel, verdammt nochmal? Ja, du lässt mich ja nie ausreden. Eine gute Gesprächskultur ist ganz einfach. Wenn einer redet, hat der andere einfach mal die Backen zu halten. Ja, dafür müsste der andere auch mal auf uns zu reden, dass der andere zu Wort kommt. Aber sie lassen mich ja nie zu Wort kommen. Auch der Motor und ein Hamster oder was? Du, und jetzt komm mit. Jetzt guck dir das hier an. Wo ist hier was abgesperrt? Hier war nichts abgesperrt. So, und das hat der Fiedler gesehen. Und du Herr Hafer, wenn Sie das auf die Seite wollen, dann ist natürlich nicht mehr abgesperrt. Ich hab's nicht gemacht. Herr Johnson, können Sie mir mal vielleicht Ihre Waffe leihen? Ich habe einen Jagdschein. Ich ziehe hier gleich die Waffe. Und ich bin das der Einzige, gut. Der die Lizenz zum Töten hat. Du, Herr Recht, halte ich für ein Gerücht, Herr Freezy. Ich versuch's nochmal im Ruhigen, Herr Recht. Der Herr Alter, hältst du mir noch ein einziges Mal ins Wort? Ersäufe ich dich im tiefsten See in Schwatzing. Es kann doch nicht so schwer sein, wenn jemand redet, einfach mal die Sappel zu halten. Dann würde ich schon mal das Üben anfangen, Herr Hafer. Herr Recht? Ja? Herr Johnson, was ist das denn hier am Schild? Die längste Zeit im Bauhof gewesen, das kann Wo? Ach so. Halt die auf für ein Gericht. Bitte was? Was ist denn das? Halt die auf für ein Gericht. Halten Sie für ein Gericht? Jep. Ha? Denken Sie mal nach. Wir sollten Sie nicht im Dunkeln begegnen. Ich drehe mich einfach nach. Diese scheiß Straße war nicht abgesperrt. Und das hat der Herr Fiedler gesehen und das hat der Herr Metzger gesehen. Und wenn Sie Ihre verschissene Arbeit nicht ordentlich auf die Kette bekommen, dann ist das Ihr Problem. Du, und wissen Sie, was Sie mal noch lernen sollten im Leben? Gesprächskultur. Also ich habe die Gesprächskultur. Ja. Das sehe ich, dass Sie eine Gesprächskultur haben. Morgen. Hallo! Oh, endlich ein normaler Mensch. Herr Manus! Diamond. Was ist hier los? Also, du hast mit den zuständigen Behörden gesprochen wegen der Giftfässer. Der Herr Recht tut mich jetzt gerade aufklären. Ja. Genau, also, ich habe mit den Behörden wegen der Giftfässer gesprochen. Die haben gesagt, wir müssen die Gegend absperren, weil ein Bodenaustausch vonnöten ist, da geringe Mengen von diesen hochbrisanten Stoffen ausgetreten sind. Mittlerweile wurden auch Proben genommen und der Stoff wurde analysiert. Er ist hochbrisant. Auch, der ist hochbrisant, der Stoff. Genau. Also das ist Haue. Jetzt haben wir die Problematik. Ich habe diese Straße gesperrt, da hier auf der Straße diese Fässer standen. Das ist gelogen. Ja. Und naja, die Straßensperren wurden auf einer Seite geräumt. Quer durch. Ja. Selbst der Bürgermeister sagt es. Ruhe! Ja, die Straßensperren wurden auf Seite geschoben und in eine Sperrzone eingefahren. Das ist nicht ernst. Aber natürlich. Einfach in die Sperrzone eingefahren. Gelogen ist das. Der lügt sich hier gerade das Blaue vom Zeugen. Himmel. Miguel, es gibt Zeugen. Gut, dass Sie da sind. Waren Sie dabei? Natürlich.
Ich habe die Absperrschilder mit aufgestellt, ja. Weil Herr Recht mich darum gebeten hat. Gut, da habe ich eine Frage. Warum weiß der Bürgermeister nichts davon, dass gefährliche Substanzen in meiner Stadt auslaufen? Haha! Es sind die neuesten Geschehnisse. Ja, Mann. Ja, Mann, Miguel, der lügt! Tu ich doch gar nicht. Achso. Was? Aber Herr Manus, nur mal so, Herr Bürgermeister. Du Druck genommen hast. Ja, Herr Bürgermeister, mit den Absperrungen, ja. Und zwar sind vor uns der Herr Fiedler, meiner einer und der Herr Metzger hier aufeinander getroffen. Und zwar genau hier, wo ich gerade springe. Und da stand nichts mit Absperrung. Nichts rechts, nichts links. Das lag nämlich alles schon. So viel zur Kompetenz des Bauhofs. Und der Herr Recht hat da ziemlich, wie soll man sagen, die Wahrheit gedehnt. Gedehnt? Ja. Interessant. Ich kann nur sagen, du hast gelogen. Ich weiß, wenn ich meine Schilder aufstelle und wo ich sie aufstelle und wie ich sie aufstelle. Ja, kannst du mir nicht so blöd klotzen, mir helfen? Was soll ich denn machen? Der Scheißschild wieder aufstellen! Scheiße, ich mach mich doch nicht dreckig für dich. Wie ist hier im Sperrbezirk? Also, pass auf, Herr Recht und Herr Johnson. Also, wir haben hier einen brisanten Fall von einer gefährlichen Chemikalie. Raimund, kannst du mal nach links gehen? Ja. Okay, das sehe ich natürlich ein. Hier ist gesperrt! So. Was heißt hier ist gesperrt? Ich muss verkaufen. Ja, hier ist gesperrt. Fahr durch, Jupp! Ich brauch das Gras! Okay, komm rein Geld jetzt! Ich weiß, aber es ist gerade. Ja, komm, spann das schnell durch. Bis. Ja, siehst du, genau so. Es war nämlich vor uns auch offen. Das kann Jupp bezeugen. Dankeschön. So, ab jetzt ist diese Straße hier gesperrt, meine Lieben. Aber Miguel. Bis wohin denn überhaupt? Denn auf Miguel. Zur Gemeinde. Miguel. Ach, bis zur Gemeinde. Miguel, bei mir auf dem Hof muss ein Bodenaustausch durchgeführt werden. Das akzeptiere ich ja auch noch. Von 5 mal 5 Meter. Da sperre ich 10 doch. 10 Meter Tiefe. Ja, und 10 Meter Tiefe. Da sperre ich doch nicht. Da sperre ich doch nicht ab hier an. Da sperre ich meinen Hof ab oder keine Ahnung was. Da ist doch dasselbe, als wenn in Sachsen. Ja, ich glaube, du verkennst mich. Ich stand ja nicht nur an deinem Hof, das Ding, sondern ich stand ja hier auch noch in der Landschaft. Aber nur mein Fass war undicht. Nein, das alle. Ja, jetzt auf einmal alle! Es waren alle undicht. Dann ist der Blandhandel abgesperrt, Vorsicht. Also, meine lieben Freunde, also erstens muss ich ganz ehrlich sagen, Herr Recht. Ja. Wo ist er denn hin? In der Nähe. Ja, Sie haben natürlich, pass auf, ich gebe ihm vollkommen recht, dass Sie natürlich hier absperren wollen, wenn da hier eine brisante Flüssigkeit ist. Allerdings, wie Sie abgesperrt haben, ist natürlich mega scheiße, weil tatsächlich ist es so, Sie müssten schon da absperren, wo die letzte Kreuzung ist. Also weil es waren ja alle hier runter, stehen vorm Schild und müssten ja wieder umlenken. Also der Herr Ringeler hat recht, also wenn, dann müssen Sie oben ab dem Landhandel absperren. Ab dem Landhandel? Okay, gut, dann habe ich mich ein bisschen vertan. Pass auf, wir sperren ab dem Landhandel ab. Okay. Und dann sperren wir ab. Haben Sie, was war hier? Die Karte, bei den Kühen. Gucken Sie mal drauf bei hier. Bei der Kuhstatue. Du, sag mal, bist du der Bürgermeister? So, pass auf. Und zwar bei der Kuhstatue. Ja, da. Ja, das hätte ich auch so gemacht. So, verstehen Sie das? Ja. Bei der Kuhstatue sperren wir ab. Bis zum Landhandel hoch. An der Kreuzung. Und der gesamte Hafenbereich ist auch gesperrt. Ja, denn da stand auch nur ein Fass. Richtig. So, also Kuhstatue bis zum Landhandel, Hafenbereich, alles gesperrt, bis der Bundeshauptstadt gefunden hat. Und was ist? Gibt es nicht noch einen Feldweg, der von hinten in seinen Hof reinführt? Was ist denn mit dem Landhandelsee? Der Landhandelsee ist sauber, da wurde kein Fass gefunden. Was? Ja. Ja, ich habe da aber auch kein Fass gesehen, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Bitte, mach mal zur Seite, hinter dir. Ich dachte, hier wäre gesperrt jetzt. Jupp, ganz kurz. Ja, Alter. Jupp, ganz kurz. Du müsstest dann am Landhandel raus, geradeaus durch, die nächste Fuhre bitte. Weil es ist alles gesperrt ab Landhandel. Wie wollen wir denn jetzt mir das Gras bringen? Wie bitte? Du bist doch Bürgermeister, oder? Das ist richtig. Ja, sag mal, kann ich nicht hier so da von unserem Teich aus einfach mal quer über die Straße, dann kann ich nämlich übers Feldweg nach hinten in den Fritzelhof reinfahren. Das wäre theoretisch machbar, Herr Martin. Wo musst du das hinliefern? Na, zum Fritzelhof. Also, dann können wir das so machen, ja. Ja, super, danke schön. Meine Belieferungsdings muss ja noch irgendwie möglich sein, ne? Ja, da hinten waren ja keine Fässer, da ist sicher, genau. da ist befahrbar. Perfekt. Aber halt, die Straße ist erstmal gesperrt. Ja,
Alles klar. Dann ist das ja wunderbar. Dann freue ich mich, dass das so gut geklappt hat. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss. 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 Doch, Johnson. Komm.